In Kürze bekommt Werftbesitzer Lambros Mitsoudis seinen Steuerbescheid. Und der könnte das Aus für den Betrieb bedeuten, in dem schon vor ihm sein Vater und Großvater Yachten bauten. Denn diesmal muss er nicht nur die Steuern fürs vergangene Jahr zahlen, sondern gleich auch alle Steuern für dieses Jahr. Wie das gehen soll, weiß er nicht. It's stop everything. Hier läuft nichts mehr. Wir versuchen nur noch, die Firma am Leben zu erhalten. Mal sehen. We'll see. Der Niedergang begann, als seinen Kunden krisenbedingt das Geld ausging. Der letzte größere Umbau steht aufgebockt halbfertig im Hof. Ein Symbol für Aufstieg und Fall des gesamten Landes. Größer und schneller sollte die Yacht mit der zweiten Verlängerung werden. Als ich den Kunden angerufen habe, damit er bezahlt, ist er verschwunden. Das war, als Griechenland erstmals in Zahlungsschwierigkeiten geriet. Seitdem drehte Athen ständig an der Steuerschraube und vertrieb so einen Kunden nach dem anderen. Jüngste Erfindung: eine Luxussteuer für kleine Boote wie dieses, zahlbar rückwirkend ab 2014. Wenn es ein Holzboot ist, fällt keine Luxussteuer an. Aber das Problem ist, wenn es ein altes Holzboot ist, das mit Fiberglas repariert ist, dann musst du Luxussteuer zahlen. Und so kommt es zu der absurden Situation, dass eine gepflegte 50 Meter Holzjacht aus griechischer Produktion steuerfrei bleibt, für dieses kleine alte Boot aber Luxussteuer anfällt. Es sei denn, der Kunde findet einen Weg, die Steuer zu vermeiden, indem er etwa eine Fischereilizenz erwirbt. Die Steuergesetze sind extrem kompliziert. Und aus diesem Grund nutzen die Leute Veränderungen aus. Jedes Mal, wenn es Änderungen gibt, suchen sie nach Schlupflöchern. Wenn Sie so wollen, gibt es Ihnen die Möglichkeit, das System zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Das hat inzwischen auch Bernd Gutzek gelernt, einer der wenigen verbliebenen Kunden des Werftbesitzers. Der deutsche Auswanderer fährt ein Auto mit mehr als 2,5 Liter Hubraum. Für solche Autos wurde jetzt rückwirkend eine Sondersteuer eingeführt. Es gibt in dem Bereich keine Rechtssicherheit für den Griechen. Der weiß eigentlich nicht, was er an Steuern zahlen muss. Er weiß nur, dass es immer mehr wird, als es vorher gesagt wird. Beim Auto konnte der Deutsche das vermeiden. Er meldete den Pickup als Firmenwagen an und die sind von der Sondersteuer ausgenommen. In seinem Restaurant, etwas außerhalb von Thessaloniki gelegen, wird allerdings auch er durch neue Abgaben zur Kasse gebeten. 10% Mehrwertsteuer zusätzlich muss er seit Juli an den Staat abführen. Ein vierstelliger Betrag jeden Monat. Auf die Preise aufschlagen konnte er den nicht, denn dann würden die Kunden wegbleiben. Wir sparen an allen Ecken und Enden. Es geht auch auf den Stellenplan. Es sind weniger Leute da. Es geht nur über Sparen, was im Endeffekt die ganze Gesamtsituation aber nicht verbessert. Denn so verliert der Staat über die Mitarbeiter, die keinen Job mehr haben und deshalb keine Steuern mehr zahlen, gleich wieder einen Teil der Zusatzeinnahmen. Andere Gastronomen gehen sogar noch einen Schritt weiter. Sie kochen schlicht am Fiskus vorbei. Wir sind auch noch nicht so weit, dass wir sagen können, wir würden jetzt irgendwo schummeln. Das traue ich mich nicht. Aber verstehen, dass andere das tun, kann ich jetzt aus ganzem Herzen. Ähnlich entsetzt ist er auch über die neue jährliche Steuer, die das griechische Finanzamt jetzt für die 40 Jahre alte Motorjacht des Deutschen will. Die hat kaum noch einen Wert. Trotzdem soll er nun auch für sie zahlen. Also ich habe in Deutschland ja auch viele Jahre Steuern gezahlt und auch Dinge erlebt, die ich nicht immer verstanden habe. Aber so unverständlich wie hier ist es in Deutschland nicht. Andere Schiffseigner sind da schon weiter. Sie lassen ihre Yachten in der ungenutzten Zeit nicht im Wasser, sondern beauftragen Werftbesitzer Lambros Mitsoudis, sie an Land zu verfrachten. Denn dort fällt die Steuer nicht an. Nebeneffekt: die meist staatlichen Häfen verlieren so auch noch einen Teil der Liegegebühren. Experten plädieren deshalb inzwischen für einen völligen Neuanfang im Steuerrecht, statt weiter am Alten herumzudoktern. Wenn also keine Steuerreform im Moment und keine Finanzreform im Moment gibt, dann ist alles verloren, glaube ich. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt im Moment. Ja? Auch Werftbesitzer Lambros Mitsoudis hofft darauf. Wenn endlich alle Steuern zahlen und nicht nur die, die kein Schlupfloch gefunden haben,
steigen auch die Einnahmen des Staates wieder. Und dann müsste der nicht Sätze verlangen, die die ehrlichen Steuerzahler um ihre Existenz bringen.